Gegen 8 Uhr am heutigen Morgen kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Ausbruch eines Brandes hier auf einer Mülldeponie. Ausgebrochen ist der Brand in einer Lagerhalle, in der sich Elektroschrott befand. Die Rauchentwicklung war zu Beginn des Brandausbruchs extrem stark und hat sich über weite Gebiete des Rhein-Neckar-Kreises bis hin nach Speyer ausgebreitet, sodass wir über die Warn-App Katwarn eine Bevölkerungswarnung ausgegeben haben, um einfach entsprechend die Leute davor zu warnen und die Türen sowie Fenster geschlossen zu halten. Ja, es gab kleinere Verpuffungen, wo die herstammen, ist uns noch nicht ganz bekannt. Vielleicht kleinere Gasflaschen oder auch Akkumulatoren, die geplatzt sind. Wir haben dann unter erheblichen Schwierigkeiten eine Löschwasserversorgung aufgebaut aus 2 weit entfernten Hydranten und auch mit dem Abrollbehälter Wasser aus Walldorf, um die Brandbekämpfung effektiv durchführen zu können. Und nach etwa 30 Minuten hatte dann diese auch Erfolg. Die Rauchentwicklung, vor der auch über Katwarn gewarnt wurde, ist merklich zurückgegangen. Gleichzeitig haben wir mit der Messkomponente des Rhein-Neckar-Kreises Messungen im Bereich Walldorf durchgeführt, um die Schadstoffe dort zu analysieren. Durch den Rauch wurde der Verkehr hier im umliegenden Bereich stark beeinträchtigt, sodass man den Verkehr örtlich auch umleiten musste und wir die Bevölkerung gebeten haben, das Gebiet hier weiträumig zu umfahren. Die Einsatzmaßnahmen sind entsprechend groß aufgefahren. Wir haben Feuerwehr, Rettungsdienst, THW sowie eine Vielzahl an Polizeieinsatzfahrzeugen im Einsatz, die durch Lautsprecherdurchsagen die Bevölkerung über das Geschehen hier informieren und auch warnen. Ja, also bis wir Feuer schwarz melden können, werden noch einige Stunden ins Land gehen. Vor allen Dingen, weil dieser Elektroschrott mit Baggern dann auseinandergezogen werden muss unter Atemschutz und das wird sich noch einige Zeit hinziehen.